Yo, YouTube, was geht ab? Aber wieder am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Craft Me, meine Freunde. Und zwar heute werden wir unser erstes Grundstück mäßig bauen, meine Freunde. Und ja, meine Leute, das ist der Plan für heute. Guck mal, ich habe ein Stack Eisen hier. Okay, war klar. Oh nein, ich habe hier einen glatten Stein übrig gelassen. Das Gold konnte gar nicht brennen. Und nochmal 46 Eisen hier. Das heißt, an Eisen sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Das freut mich. Lasst natürlich immer gerne Like und Abo da. Wir werden jetzt ein bisschen was hier abbauen müssen. So, als erstes würde ich sagen, wir setzen das rein. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine... Machen wir zwei direkt, Leute. Komm, was soll der Geiz? Machen wir zwei. Das ist doch wieder toll. Schalalala. Oh, wir brauchen mehr Eisen. 1, 2, 5, damit ich mir auch noch, ich müsste eigentlich schon schauen, egal, mach ich mir direkt zwei Schaufeln, 4, zack, und machen wir immer so, dann haben wir hier alles, jetzt muss ich ein bisschen Platz hier machen, die Laterne holen wir natürlich mit, das Brot brauchen wir auch, das werde ich so zu verstecken, weil wir einmal unsere Villager ein bisschen feeden müssen, die ich auch bald verstecken werde, in der Zeit, wo ihr das Video jetzt hier seht, sind die Villager wahrscheinlich schon versteckt, meine Freunde. So, okay, wir packen das jetzt alles hier rein. Die Sticks kann man eigentlich mitnehmen, Leute. Ich sag euch, hart auf hart kann man auch ein bisschen was machen hier, ne? Da holen wir uns mal ganz kurz die 7 Stück mit. Ich habe genug Werkzeug. Nun, wenn wir ganz kurz die Villager hier füttern einmal. Die brauchen immer ein bisschen was zu essen. Und meine Besten... Oh, wartet mal, Leute. Gut, dass ich hier gucke. Nicht, dass die hier rüber jumpen können, ne? So. Zwei. Hier ist das. Ist! So, und jetzt habt euch lieb, ja? Macht Kinder. Ich brauche mehr Villager, meine Freunde. Oh, machen die? Oh, bin mal gespannt, Leute, ob da jetzt bald mehr Villager rauskommen oder nicht. Aber auf jeden Fall muss ich jetzt hier durch, Leute. Ich habe mir überlegt, was Cooles zu bauen, ja? Also, das Erste, was ich brauche, ist ein schöner Berg. Und dort hinten haben wir halt diesen einen Berg. Es ist zwar relativ am Anfang vom Spawn. Das heißt, viele werden es direkt auch finden. Aber was gar nicht so schlimm ist, Leute. Stellt euch mal vor, also ich habe daran gedacht, verschiedene, ja, so Apartments, so zimmerweise, wisst ihr? Und dann verbunden mit so Treppen, mit so Brücken. An einem Bergrand zu bauen, ja. Das heißt, wir müssen mit einer Sache erstmal anfangen. Aber lasst uns erstmal abchecken hier, ob der Berg dafür überhaupt tauglich ist, ja. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Guck mal, hier ist schon eine kleine Höhle. Ist diese Höhle denn schon tauglich oder ist die nicht tauglich? Das werden wir jetzt hier erstmal herausfinden. So, gucken wir ganz kurz. Wir setzen das einmal so hin. Oh, hört schon nach Zombies an. Das ist nicht so gut. Oder wenn hier drunter eine Dungeon ist, dann ist das nicht so nice. Dann muss ich gucken, wie ich das am besten baue. So, wir gucken mal kurz hier rein. Okay, hier zum Beispiel ist es gar nicht mal so schlecht. Ja, hier ist es wirklich nicht schlecht. Wir machen jetzt mal ein bisschen Platz hier und werden nun ein bisschen was hier abbauen. Also wie gesagt, mein Konzept ist es auf jeden Fall, hier so einen kleinen Raum zu machen und dann mit einem Stück von einem Haus hier rauszugucken. Das verbunden wird bis nach oben, da ist ein anderer Raum. Hier zum Beispiel Schlafzimmer, dort oben Lager, dann vielleicht hier um die Ecke machen wir Verzauberungsraum, dann vielleicht ein Werkbankraum, Essensraum, Ofensraum, so verschiedene Sachen möchte ich machen, ja. Mit alles mit ein bisschen Konzept und dann wollen wir mal abchecken, ob sich das Ganze lohnt. So, jetzt ist die Frage, soll ich, ja, ich glaube, ich gehe hier überall einmal eins runter. So, genau. Ich werde jetzt überall einmal eins hier runter gehen. Wir werden das auch hier, glaube ich, machen. So, das wird der Schlafzimmerabteil hier. Das wird ein bisschen abstrakt werden. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze auch gut aussehen wird, ja. Das müsst ihr mir natürlich auch in den Kommentaren schreiben, ob ihr denkt, dass das cool werden kann oder sagt, Amir, das wird nicht so nice, vertrau mir. Das wird nicht so gut. So, aber... Was ich auf jeden Fall schon mal weiß, ist, dass das, glaube ich, das Prinzip an sich her schon mal ganz cool werden kann. Wir haben Pferde hier vorne. Vielleicht machen wir auch einen Abteil mit Tieren drin. Vielleicht lassen wir hier ein kleines Gehege machen. Gerade für den Anfang, Leute, ihr wisst, Essen ist immer so ein Ding. Da muss man auf jeden Fall hinterherbleiben. So, okay. Also hier werde ich mein Schlafzimmerabteil machen. Lass uns das schon mal direkt ausleuchten. Wo sind meine Fackeln hin? Die habe ich, glaube ich, nicht aufgehoben, ne? Die habe ich nicht aufgehoben.
Ich werde 4 hoch machen. Leute, 4 hoch ist besser als 3 hoch, weil 3 hoch ist immer so eng. Wisst ihr, sobald man Sachen platziert hat, auf die drauf gehen müsste oder so, ist jetzt nicht mein Vibe. Sagen wir mal so. Warum mache ich das jetzt hier ab? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber hier werde ich so das Schlafzimmer hinmachen. So, erstmal brauchen wir eine Workbench, Leute. Ja, jede Baustelle braucht eine Workbench. So, jede Baustelle braucht einen Ofen. Glaube ich. glaube ich. So. Okay. Das ist gar nicht mal so schlecht hier. Vielleicht mache ich da irgendwas rein. So ein Rüstungsständer. Mache ich vielleicht 2 Rüstungen rein. Und was auf jeden Fall sehr nice ist, Leute. Guck mal. Hier sind Äpfel drin. Einfach grüne Äpfel, meine Freunde. Auch mal was ganz Neues, ne? Oh, Leute. Einfach jetzt haben wir grüne Äpfel hier und können die einfach essen. Wir können die einfach essen. Oh, wartet mal, hier ist auch noch so ein Ding. Oh, okay, hier ist so ein Doppeleingang. Hier ist so ein Dreifacheingang. Oh, das ist schon für mich ein bisschen zugebaut worden. Ich habe nur Angst, dass hier... Oh, Leute, gar nicht mal so schlecht, ne? Gar nicht mal so schlecht. So, wollen wir denn erstmal sowas haben? So, Leute, Option 2. Was ich auch noch machen könnte, ist nach einem Meer suchen, eine Unterwasserbasis bauen, ja? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ist halt nur die Frage, ob sich das Ganze lohnen wird. Ich gehe ganz kurz Kohle holen. Okay, währenddessen lasse ich das hier alles einmal brennen und ich werde den Boden hier auf jeden Fall austauschen, Leute. Der Boden wird so nicht bleiben. Ich überlege vielleicht, das neue Holz mal zu probieren. Sollen wir uns das neue Holz ein bisschen angucken, meine Freunde? Ich würde sagen, wir haben ja eh hier einen Baum. Oh, Essen habe ich noch. Und dann würde ich sogar den Holzboden verwenden, wenn das Holz ganz cool aussieht. Weil ich glaube, das passt zu so Stein-Sachen. So, lass uns das erstmal ausprobieren hier. Durch die Äpfel holen wir mit. So, wir gucken uns das mal erstmal hier alles an, ja. So, das Holz ist ganz nice. Also es gefällt mir per se schon mal. Noch kurz ab hier. Oh, hier ist noch ein bisschen Kohle übrig. Das holen wir natürlich auch mit, Leute. Wir lassen ja nichts rumliegen. Wir sind ja nicht verschwenderisch. Wie die einen oder anderen hier. Oh, den Apfel holen wir auch mit. So, und dann gehen wir jetzt hier wieder kurz hoch und werden jetzt hier mäßig das Apartment bauen. Ja? So, ich gucke mir das mal kurz an. So. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Wie wir unsere Häuser bauen, wird natürlich jetzt ein Unterschied sein. So, wir werden jetzt hier natürlich alles frei machen. Und dann den Boden mit dem Holz austauschen, meine Freunde, ja? Das ist der Plan von heute. Hier bei Craftmere. Und, ja, da muss ich ein bisschen nach Holzsuche gehen. Und dann schauen, wie ich es am coolsten kombinieren kann, Leute. Weil hier gibt es wirklich verschiedene Holzsorten. Verschiedenste Sachen. Und ich bin mal gespannt, was hier alles möglich ist. So. Oh, wir machen hier alles schön. Ah, doch, hat irgendwas. Ich finde, das hat irgendwas. Ich bin mir noch unsicher, ob wir das komplett hier durchziehen sollen. Es ist erstmal nur ein Vorschlag hier auch an die Community. Ja, was sagt ihr? Sollen wir sowas machen oder sollen wir lieber nach einem Meer suchen und eine Unterwasserbasis bauen? Eigentlich auch mal was komplett Neues. Wir hatten mal so ein Anführungszeichen Unterwasserlager. Aber ich rede nicht davon, irgendwo einen Berg reinzugehen, sondern wirklich im Wasser alles auszuhöhlen. Und da das Ding dann zu machen. Irgendwie sieht das auch nice aus hier, ne? Vielleicht mit so versetzten Sachen. Hier haben wir diesen normalen Stein. So, Steinziegel. Wollen wir so Steinziegel benutzen? Ah, ich fühle mich noch ein bisschen unzufrieden damit. Ich lasse das hier nochmal kurz brennen. Ansonsten überlege ich mir, will ich wirklich so die Dinger machen oder möchte ich lieber... Ja, ist hier aber irgendwie... Die Frage ist hier aber auch irgendwo ein Meer, Leute. Eigentlich müssen wir auch ein bisschen erkunden gehen. Ich würde sagen... Wir würden die Folge hier einmal pausieren. Sagt mir mal bitte, ich brauche eure Meinung, Leute. Ja, ich will auch ein bisschen auf euch eingehen. Sagt, oh, hier ist noch ein Huhn, Leute.
Schön mal mit, mein Bester. Ich würde mal sagen, lasst mich in den Kommentaren wissen. Sollen wir wirklich so ein Berghaus-mäßig, so mit verschiedenen Apartments an verschiedenen Stellen, die verbunden werden, bauen? Oder sagt der Armin, such dir lieber ein Meer und bau da unter Wasser ein Haus? Ja, so eine kleine Unterwasserbasis. Ich traue hier wirklich gar keinem auf der YouTube-Insel erstmal hier. YouTube-Insel 2.0. Und ja, lasst ein Like da, abonniert, Channel, Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschö mit Ö.